Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, und ich bin gerade dabei, das Futter für meine Hunde vorzubereiten. Das heißt zu kochen, die kriegen es dann später. Man gut weiß, eins, der wird immer Reis fressen. Also drei von diesen. Neu, Chateau. So, dann haben wir hier Hähnchen. Jeden Morgen mache ich das für die. Und zwar sind das diese Hähnchen, die man hier zu kaufen kriegt. Also praktisch mehr oder weniger Knochen, ohne Flügel, ohne... Ja. Jetzt tiefgefroren. Folie weg. Drei. So. Und dann Wasser. Bisschen Salz haben wir hier auch. Ein bisschen Salz, nicht zu viel. Das braucht jetzt so eine halbe Stunde. Ich lasse es bloß, dass es anfängt zu kochen. Und dann mache ich aus und stelle es ab. Und so nachmittags gegen 4 Uhr immer kriegen die das dann. Dann ist es immer noch warm, aber nicht mehr heiß. So, muss ich jetzt schnell noch das Licht von den Türen ausmachen. Das ist alles provisorisch gemacht hier. Bis der Zahn kommt und richtig die Leitungen legt da. Ich jetzt da mit Verlängerungskabel und. So. So, und jetzt sollen wir mal zu unserer Banane schauen. Die müssen wir heute ernten, weil ich habe gesehen, die Vögel haben da schon ein paar angepickt und das ist gar nicht gut. Gut, welche sind noch grün, aber die muss man dann ein oder zwei Tage so stehen lassen, bis die alle gelb sind. Also reif sind sie auf jeden Fall. Ja, das sieht man jetzt zwar noch grün, aber oben sind sie schon reif und die ganz oberen haben die Vögel schon angepickt. So, dann schauen wir mal, wie wir das machen. Ich werde mal an meine Frau weitergeben. So Leute, jetzt wollen wir da mal diese Banane ernten. Und zwar tun wir die mal da, wo meine Frau gerade anfängt zu hacken. Ich muss ihr auch ein bisschen helfen. So. Lässt sich dann das Ganze. So. Voilà. Jawohl. Jetzt tun wir erstmal die Staude abhauen. Ja. Und. Oh, die ist riesig schwer. Da sieht man jetzt, da die Vögel haben wir leider zu spät gesehen. Da haben jetzt die erste Staude die Vögel schon richtig angepickt. Aber gut, die verfüttern wir an die Kühe dann halt. Und die anderen sind natürlich, ja. Und jetzt hacken wir das auch. Wir haben das jetzt mit Absicht hier so abgehackt zur Hälfte, weil dieses wird ja an die Kühe weiter verfüttert und auch an die Enten und Hühner klein gehackt. Die fressen das auch. Und wir haben einfach jetzt die Hälfte hier. Normalerweise tut man das unten abhacken, aber wenn das jetzt so ist, bleibt das länger frisch.
Das heißt, wir haben jetzt jede Menge und bis das verfüttert ist, nach 2-3 Tagen, können wir dann dieses unten abhacken. Normalerweise wird es dann hier so abgehackt, ganz unten. Und hier wachsen schon die nächsten. Ne? So. So. Dann wollen wir jetzt mal, muss meiner Frau kurz helfen, weil die sind wirklich schwer. So. Ja. Und jetzt werden die auseinandergenommen. Mal sehen, wie sie das macht. Oh yeah. You need help, Schatzi, tell me. Ist gar nicht so einfach. So, das ist Nummer 1. Wie gesagt, das sind die meisten. Die meisten von den Vögeln angepickt, werden wir wahrscheinlich an die Kühe verfüttern. Aber die anderen, das sieht alles gut aus. Und vor allem die Grünen, die in 2-3 Tagen sind die dann auch gelb. Ne? Hey, Namchok. Die Hunde sind wie immer auch dabei. So, das ist jetzt die nächste. Und so werden die dann aufbewahrt. Oder auch am Markt verkauft. Gut, wir verkaufen keine. Wir haben nicht so viele, dass wir auch welche verkaufen. Aber, und das ist hier eine sehr gute Bananensorte. Also eigentlich die beste. Also für mich die leckersten. Es gibt's. Das ist, wie gesagt, es gibt so viele Sorten hier. Es gibt so viele Sorten hier. Kleine, süße. Alles Mögliche. Wir haben jetzt von allen, glaube ich, ein paar Stauden angepflanzt. Ja. So, da sieht man es. Die tun wir dann 2-3 Tage lagern. Und dann sind sie ganz schön gelb. Wenn man sie halt da, muss sie entweder, man kann sie natürlich auch auf dem Baum reifen lassen, aber da muss man sie abdecken, dass die Vögel nicht rankommen. Aber die meisten Leute machen das so, wenn die ersten gelb werden, dann einfach ernten und 2-3 Tage stehen lassen. So Leute, das sieht die Banane dann aus. Ganz, ganz lecker. Okay. So, und jetzt lassen wir wieder die Kühe raus. Auch den kleinen hier. So, ich habe jetzt da ein anderes Tor gemacht, damit die gleich raus können. So, ich nehme mal eine. Die wollen natürlich immer zu den Bäumen.
Ja, der Kleine knabbert schon die Bananen an, aber ja, ist egal. Die wollen jetzt natürlich auch ein bisschen das frische Gras hier fressen. Ist klar. Na komm. So, und da habe ich jetzt einfach den Draht weggenommen, damit die hier raus können. Irgendwann werde ich dann ein Tor machen hier, weil das ist einfacher, dann gehen die nicht immer auf die Hauptstraße. So, da habe ich jetzt einfach den Draht durchtrennt und wie gesagt, da kommt dann ein Tor. Ist auch, kann man gleich auch zur Küche und so, muss man nicht immer bis ganz nach vorne. Und für die Kühe ist das auch praktisch, dann sind die gleich im Reisfeld. Müssen nicht mehr neben dem Garten, womöglich noch in den Garten rein. Denen gefällt es jetzt natürlich da beim frischen Gras, aber raus müssen die trotzdem. Komm. Hi. Jawohl. So, und jetzt noch der Kleine und das wär's dann. Dann bleiben sie wieder den ganzen Tag draußen und abends kommen sie dann wieder zum Tor. Ich hoffe, dass sie hierher kommen und nicht wieder zum Tor nach vorne. So, dann werde ich hier mal den Draht wieder hin, dass nicht andere Kühe reinkommen. Und das war's dann wieder mal. So Leute, also das war's dann für heute und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.